Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar heute mit den neuen FPS aus Band 95. In der FPS beantwortet Oda Fanfragen, die an ihn gesendet werden und oft kriegen wir dort echt interessante Informationen. Welche Antworten es diesmal gibt, erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Intro ab. Erste interessante Frage ist, oder ich habe eine Frage, ist die Lehrerin, welche ihren Hals langziehen konnte, eine Teufelsfruchtnutzerin? Oder stammt sie möglicherweise von einer anderen Rasse ab? Oder sagt daraufhin, dass sie Sari Hebi Sensei heißt und dass sie eine Schlangensmile gegessen hat? Dann folgt eine Frage, die zuerst sehr, ja, langweilig wirkt, aber im Grunde sehr, sehr interessant ist. Hallo Oda Sensei. Ich weiß, es ist viel, aber könntest du uns erzählen, welche Blumen und Tiere die Charaktere der Worst Generation am besten beschreiben? Dazu muss man wissen, im Japanischen gibt es die Hanakotoba, die Sprache der Blumen, wo alle Blumen eine Bedeutung haben. Und hier die Liste. Ruffy hat die Sonnenblume und den Affen. Im Japanischen steht die Sonnenblume für ein langes Leben und viel Glück. Der Affe ist Ruffys tollpatschige Art zuzuschreiben. Kid hat die Tulpe zusammen mit dem Stier. Da Kid rote Haare hat, gehe ich davon aus, dass damit die rote Tulpe gemeint ist. Die rote Tulpe steht für Berühmtheit, assoziiert werden kann, das mit Kids Willen Piratenkönig zu werden. Der Stier wird wohl einfach nur wegen seinem Charakter so benannt worden sein. Law hat die Queen of the Night Blume, eine Blume, welche in der Nacht aufblüht und in der Dämmerung verwelkt. Könnte dies auf Laws Tod hindeuten, sobald der in One Piece oft erwähnte Dawn, also die Dämmerung, auftaucht. Zudem hat Law den Schneeleoparden als Tier. Dieser hat die Bedeutung der Intuition. Der Schneeleopard folgt einfach seiner Intuition, alles was um ihn herum passiert ist kein Zufall, genauso wie bei Law. Er hat immer alles gut geplant und läuft nicht einfach nur so in irgendeine Situation hinein. Blackbeard hat die Red Spider Lily, eine Blume, die in Japan für den Tod und die Reinkarnation steht. Es heißt, dass der Geruch dieser Blume die Erinnerungen an die Toten für ein letztes Mal hervorruft, bevor sie verschwinden. Sie soll auch die Toten zu ihrer nächsten Reinkarnation leiten. Wird Blackbeard am Ende wohl möglich das One Piece zuerst finden? Wird er die Erinnerungen ans antike Königreich zurückbringen? Zudem, was ist mit Reinkarnation gemeint? Hier fällt mir wieder direkt die Theorie ein, dass Rocks in seinem Körper steckt. Dies könnte man damit verstehen, dass er die Toten zu ihrer nächsten Reinkarnation begleitet. Möglicherweise übernimmt Rocks Blackbeard irgendwann komplett. Blackbeards Tier ist nebenbei das Nilpferd, ein träges Tier, welches aber extrem gefährlich sein kann. Dies passt doch perfekt zu einem Marshall D. Teach. Zorro hat als Blume die Vesteria, welche für ein langes Leben und Unsterblichkeit steht. Dies passt zu Zorro, der immer in seinen Kämpfen so wirkt, als könnte man ihn nicht aufhalten. Als Tier hat er den Hai, welcher in Japan für Furchtlosigkeit und Stärke steht. Auch dies passt wie die Faust aufs Auge zu Zorro, auch wenn Zorro mittlerweile nur noch ein Auge hat. Killers Blume ist die Snowdrop. Diese Blume steht für Reinheit, Hoffnung und Wiedergeburt. Möglicherweise weil Killer als Killer in der Art wiedergeboren ist, da er früher immer gehänselt wurde. Sein Tier ist das Wiesel. Zum Wiesel, keine Ahnung, was für eine Verbindung das zu Killer haben soll. Vielleicht weil er einfach so schnell ist und springen kann und flink ist und ich habe keine Ahnung. Vielleicht findet ihr eine bessere Idee dazu, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, was Killer mit einem Wiesel gemeinsam haben könnte. Hawkins hat als Blume die schwarze Lilie, doch leider findet man diese im Hanakotoba nicht, nur eine Menge andere Lilienarten. Als Tier hat er das Pferd steht für das Leben, wie ich finde bisher nicht wirklich passend zu Hawkins. Bonnie hat die Freesia als Blume, diese steht für die Unschuld und Kindlichkeit. Zumindest zweiteres scheint bisher sehr auf Bonnie zuzutreffen. Als Tier hat sie den Hirsch, welcher in Japan als Überbringer von Nachrichten gilt. Möglicherweise wird sie noch etwas sehr Wichtiges in der Story revealen. Capone hat als Blume die Rose, welche für die Liebe steht. Immerhin hat er ja seine Frau schon mal gefunden. Als Tier hat er dann den Koala, welcher für den Schutz steht. Sicherlich den Schutz, den Capone seiner Familie bringt. Urus hat als Blume die Daisy. Diese steht für den Glauben und da Urus sehr religiös zu sein scheint, passt dies voll und ganz. Als Tier hat Urush den Elefanten, welcher für das Glücklichsein steht, ein möglicher Grund, warum Oda ihn immer grinsend zeichnet.
Apu hat die Poppy als seine Blume, welche für Spaßlieben steht, was seine etwas crazy Art erklären würde. Als Tier hatte den Orang-Utan, welcher dafür steht, dass jemand sehr viel Alkohol konsumiert. Ist Apu ein Trinker und wir wussten das bisher nicht? Zu guter Letzt dann noch X-Drake. Als Blume hat er die Gentiana, leider konnte ich zu der Blume aber nichts Brauchbares finden. Als Tier hat er, obvious, den Allosaurus. Ja, warum wohl? Ein Leser fragte, ob eigentlich Zorro Schmerzen hat, wenn er ins Schwert beißt. Oder bejaht dies, doch er würde es aushalten aufgrund seines Versprechens, welches er gab. Oder zeigt uns auch in der FPS das Blackblade Yoru und Kogatana. Und die beiden sehen wirklich, wirklich sehr, sehr seltsam aus. Also ich weiß echt nicht, was Oda mit diesen Zeichnungen von diesen vermenschlichten Schwertern hat. Die sehen alle einfach nur kacke aus, ganz ehrlich. Oder shame on you. Shame on you, really. Zudem bestätigt Oda, dass Bello Betty aus der Revolutionsarmee als Inspiration Marianne aus dem Bild Liberty Leading the People hatte. Und zu guter Letzt sagt Oda noch, dass im Gegensatz zu den Teufelsfrüchten diesmal den Geschmack der Früchte übernehmen. Das war's mit den Infos aus der FPS aus Band 95. Wie haben euch die Infos denn gefallen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da sowie ein Abo, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.